Hallo und damit herzlich willkommen zum Quartalsbericht 1 2016. Ja, das erste Quartal ist schon wieder um, schnell ist es verflogen und wir schauen heute mal zurück, was sich in diesem Quartal alles bei mir getan hat. Viel hat sich nicht getan. Ich baue immer noch die A10 Thunderbolt von Academy und die sieht jetzt mittlerweile so aus. Das sieht doch sehr interessant aus, oder? Ja, ich habe mal diese Schattentechnik versucht mit einer neuen Airbrush auch. Da kommt irgendwann dann auch nochmal das zweite Updates-Video, da sieht man auch ein bisschen mehr. Und dann zeige ich euch, was ich hier sonst noch dran gemacht habe. Und im besten Fall habe ich das Teil bis dahin auch fertig. Dann fliegt die Arado nochmal ein. Ihr könnt euch ja vielleicht erinnern, da wollte ich ein kleines Diorama zu machen. Und wie ihr hier seht, die ist schon ganz schön eingestaubt. Da habe ich ja mit angefangen, letztes Jahr noch, und wollte es eigentlich jetzt die Monate mal fertig machen, aber ich habe da gar nichts dran gemacht. Also ich muss da noch viel dran machen und ich hoffe, ich werde es jetzt im kommenden Quartal irgendwann mal schaffen, dieses Diorama fertigstellen und euch auch vorzustellen. So, das waren auch schon die Modelle. Also ihr habt gesehen, viel ist nicht passiert. Obwohl, ich kann noch mal erwähnen, den Königstiger, den werde ich dann jetzt auch irgendwann mal fertig bauen, nachdem ich ihn von der Staubschicht befreit habe. Da habe ich nämlich jetzt die Materialien, die ich brauche und kann dann endlich den dritten Teil von Let's Build Königstiger machen. Und was gibt's noch Wichtiges? Ach ja, in Dortmund ist diesen Monat wieder die Modellbaumesse und zwar vom 20. bis zum 24. Ich werde diesmal, denke ich, da sein, auch ein Video für euch machen und das dann zu gegebener Zeit hochladen. Das alte Quartal ist schnell abgehakt, wenden wir uns den neuen zu. Da haben wir noch das größere Projekt, einmal den Jagdtiger in 1:35. Damit möchte ich dann irgendwann als nächstes anfangen, aber wann das jetzt genau sein wird, kann ich so noch nicht sagen. Denn wie der aufmerksame Zuschauer bestimmt sich gedacht hat, hat mein Semester wieder angefangen. Ich werde mich jetzt ein bisschen mehr darum kümmern müssen und muss dann den Modellbau natürlich in den Hintergrund rücken. Jetzt ist bei mir auch noch die Abschlussarbeit in der Mache, also da muss ich mich jetzt auch noch intensiv drum kümmern. Das heißt, ich schätze mal, in den nächsten Monaten wird sich hier nicht besonders viel tun auf dem Kanal. Das Video von der Intermodellbau kommt auf jeden Fall noch und was dann noch kommt, na, wir sind gespannt. Ich weiß es nicht, wie das zeitlich aussieht. Es geht ja auch gen Sommer, da ist ja bei den meisten auch ein bisschen weniger zu tun, weil man möchte einfach draußen sein und das Schlechtwetter-Hobby, nenne ich es mal Modellbau, liegt dann eher im Winter oder halt auch im Herbst oder im Frühling oder wenn es regnet oder ach, ihr wisst ja, wie ihr Lust und Zeit habt. Und damit wären wir auch schon am Ende des Quartalsberichts. Also ihr seht, es ist nicht besonders viel passiert. Es steht noch viel in der Mache. Es muss noch viel getan werden. Nur wie es zeitlich aussieht, da lassen wir uns so überraschen. Ich setze auf euch, Leute, und würde sagen, peace out. Ich bin raus. Macht's gut. Bis dahin, euer Panzerschmied.